Frühstück, Nachmittagssnack, Mittagessen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus Balkonien. Was ich noch sagen wollte ist... Nein, Spaß, also damit mache ich nur Kokosnüsse auf. Ganz spannendes Thema, und zwar, ich hätte viel mehr Likes, viel mehr Aufrufe bekommen können für dieses Video, wenn ich in diesem Titel geschrieben hätte, dass du in diesem Video 1300 Euro gewinnen kannst. Beziehungsweise nicht gewinnen, sondern ich schenke sie dir. Weil in diesem Video werde ich einen Angel Juicer einfach so verschenken. Aus meiner Tasche. Ich habe ihn nicht irgendwie gesponsert bekommen oder sonst was, nein, ich zahle ihn aus meiner Tasche. Weil ich möchte die Zuschauer, die nicht nur einschalten, weil es ein Gewinnspiel ist oder sonst was, sondern einfach, weil es ein random Video ist von mir, und diese treuen Zuschauer, die immer wieder einschalten, immer wieder liken, immer wieder kommentieren, immer wieder teilen und so weiter, diese treuen Zuschauer, die mich einfach ihnen was zurückgeben, ja, und es ist so, dass es Menschen gibt, die auch unter meinen Universal-Amazon-Link draufklicken und dann erst bei Amazon kaufen, diese Links da benutzen, meine Affiliate-Links benutzen, auch gerade super viele umgestellt haben auf liposomale Vitamine, ganz klar, und mich dabei auch unterstützen. Aber auch zugunsten natürlich denen, weil die natürlich ultra krass gutes Feedback bekommen mittlerweile schon und viele Bestandskunden haben. Aber was ich sagen will ist, ich will einfach nur Danke sagen dafür. Ja, und ich möchte euch jetzt ganz viel zurückgeben einfach. Ja, und ich versuche jetzt in den nächsten 4 Videos oder 5, 6 Videos irgendwie wieder was rauszuhauen. Ja, einfach so random Videos und nicht vorher anzukündigen, sondern ich möchte wirklich eine starke Community haben, die immer wieder einschaltet und auch partizipiert, und ich gebe euch auf jeden Fall was zurück, ja, und dann, keine Sorge, denn der nächste Angel Juicer kommt auch wieder, ja, hau ich auch wieder für euch raus. Alles, was du dafür tun musst, also ich werde wahrscheinlich einen von den Kommentaren wählen oder von meinen Abonnenten wählen, halt, ne, einfach so random, einfach, und dann werde ich dann im nächsten Video oder sowas, werde ich dem dann bekannt geben, und der kriegt dann einfach einen nach Hause gesendet, 1300 Euro, wenn's auch da, weil ich glaube nämlich, dass man, also ich möchte irgendwann, dass ganz Deutschland einen hat, weil es, glaube ich, das ist, womit die Gesundheit in Deutschland am meisten gefördert werden kann, wenn jeder einen Angel Juicer hat und das ganze Unkraut entsaften würde, ja, was so wächst, also Wildkräuter, ne? Ich glaube, damit wären am meisten Menschen geholfen, und deshalb setze ich da jetzt an, und ich weiß ganz genau, wie dieser Mensch fühlen wird, wenn er diesen Entsafter bekommt für 1300 Euro, der glitzert so, der ist so voll aus Edelstahl, und ich weiß das noch, ich habe die ganzen Sommerferien damals durchgeackert, damit ich mir ihn kaufen konnte. Und dieser Moment, wo ich ihn hatte, das war echt unbeschreiblich, egal. Ja, ich will noch ganz viele andere Sachen machen mit dem, als Dankeschön. Ich fliege, ja, zeitig irgendwann nach Afrika bald, und dort werde ich auf jeden Fall Brunnen bauen für Völker, Dörfer, die kein Wasser haben einfach in den Trockenzeiten gerade. Deshalb jetzt, ich wäre nicht jetzt schon geflogen, aber da ist gerade Regenzeit und deshalb kann man nicht so tief bohren, und deshalb haben die halt im Sommer dann, der Meeresspiegel ist ja halt jetzt höher momentan, deshalb bringt da jetzt nichts, ne? Dann kommt das Wasser relativ früh, und in der Trockenzeit haben wir trotzdem kein Wasser, ne? Weil dann der Meeresspiegel wieder absinkt, ne? Ja, oder eine Brücke auf jeden Fall ist auch noch so ein Projekt, weil da gibt es in der Regenzeit, ist ein Volk, das kommt nicht weg, das wird eingeschlossen in der Regenzeit von so Flüssen, und da muss man dann so eine Brücke bauen, egal, da gibt es ganz viele Sachen, ja, oder ich will irgendwann Land kaufen in Indonesien, damit irgendwelche Leute da leben können, um auszusteigen einfach und sagen, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf Deutsch, und alles, das sind alles so Sachen, die ich wirklich zurückgeben möchte für das, was wir sind mittlerweile, so eine krasse Bewegung. Es ist kein Kanal mehr, es ist eine Bewegung, finde ich, ja. Und wie gesagt, danke dafür, ja. So, was ich heute esse, ist ketogen auf jeden Fall, weil ich bin ja Borrelien und so weiter, ich wollte das noch ein bisschen ausklingen lassen, und zwar esse ich 5 Tage ketogen, so 5,5 Tage, und 1,5 bis 2 Tage circa esse ich Carbs, weil ich muss sie wieder laden, weil ansonsten werde ich immer schwächer im Fitnessstudio, und so kann ich mindestens so 4 Tage meine Leistung circa halten, bis die Glykogenspeicher wieder ultra leer sind, und dann nochmal so 1, 2 Tage habe ich so Pufferzeit, so eine Gleitzeit, damit ich die Leistung im Fitnessstudio halten kann, ansonsten werde ich einfach nur dünn und schwach, und ich merke es halt wirklich, also die Leistung, also krafttechnisch kann man sie nicht so bringen. Ausdauertechnisch ist es sicherlich förderlich, sage ich mal, teilweise, auf Fett umzustellen, also weil die Glykogenspeicher ja sehr begrenzt sind, sage ich mal, und irgendwann sind sie halt leer, und Fett ist eben, naja, 9,3 Kalorien, ne, statt 4,1 Kalorien. Also das merkt man halt dann irgendwann schon, ich aber nicht, weil ich gehe ganz normal und joggen und so weiter. Also für die meisten Leute
ist das nicht so relevant, ja. Aber man kann auf jeden Fall daraus Energie gewinnen. Ich bin mittlerweile schon in der Ketose, das ging relativ zügig. Und ja, zeige ich euch mal, was man so essen kann dann. Viel Spaß dabei. So, was ich noch sagen will, ich blende mal hier mal kurz Werbevideo ein, weil ich natürlich meine Küchengeräte vorstelle. Und alles, was nicht meine Produkte sind, muss ich mittlerweile kennzeichnen. Was meine eigenen Produkte sind, kann ich Werbung machen, wie viel ich will, ja, weil es mit YouTube eine verknüpfte Homepage ist. Und du darfst eine verknüpfen mit YouTube. Und für diese Homepage, für deine eigene Homepage, darfst du dann so viel Werbung machen, wie du halt willst. Das musst du nicht deklarieren. Aber wenn du halt fremde Sachen und so weiter bewirbst, klar, wenn ich sage, der Entsafter ist gut und so weiter, bla bla, und den Affiliate-Link unten habe, dann mache ich natürlich indirekt Werbung und ne, das ist halt so. Aber ist halt meine ehrliche Meinung, meine ehrlichen Küchengeräte, die ich gut finde, das sage ich dann auch einfach. So, zurück im Garten. Und zwar, was ist das? Wer weiß das hier? Was ist das für ein? Hier wird auch alles voll gemacht hier davon. Das sind Aronia-Pflanzen. Ja? Schaut auf jeden Fall ein Video an dazu. OPC-reichsten Pflanzen, die in Deutschland auch wachsen. Hier das alles rote Beete. Das esse ich momentan nicht. Das ist hier alles Weizengras. Da hinten sind ein paar Sonnenblumen. Die sind nicht so gut geworden, weil ich die Vögel dazu bemuntert habe, ihre Bäuche vollzuschlagen. Das hatte dann wohl Priorität angessen, mein Saft. Ja, und das hier sind Sonnenblumen, lustigerweise. Aus Versehen gewachsen, aber ab und zu reiße ich mir davon eine ab und entsafte die. Und das hier ist alles ganz frisches Weizengras. Zeige ich euch gleich alles. Ich habe das hier rüber gebaut, damit die Vögel da nicht so dran gehen, da kann durchregnen. Und wenn es ganz frisch ist, lege ich diese Decke da drüber. Seht ihr so, damit vor Sonnenschutz, ne? Ja, was gibt's noch? Hier gibt es viele Äpfel. Das esse ich mal und die sind nicht so geil. Dann haben wir hier noch Tomaten. Die sind auch relativ groß. Das kommt hier auch alles voll noch mit Beeren im Herbst, fand man hier. Und hier ist ein Apfelbaum, boah, das ist so Premium, ne? Und hier haben wir noch ein Dingens, ein Teich und so weiter, hier unsere Hütte, das ist unser Garten. Und ja, dann esse ich hier diese runtergefallenen Äpfel, ne? Weil das ist wirklich reifes Obst hier. Und esse ich ein nach dem Sport hier. Das geht auch ketogen. Ja, dann zeige ich euch gleich mal mein Weizengras. Also, ich mische immer das hier, ja, mit dem hier. Das ist Aloe Vera Saft, ja. Ich weiß nicht von welcher Marke hier, kann, soll kein Product Placement sein oder was, keine Ahnung. Weil das Geile ist an diesem Saft ist, und zwar, dieser hat, was da drin ist, ist Aloe Vera und Zitronensäure nur 0,1%. Das war's. Das war's. Das war's. Dem Büschen Gras hier haben wir über 200 Milliliter. Das war wirklich nicht viel. Das war, weiß ich nicht, wie viel Gramm das war. Das war kaum etwas. Das ist wirklich Wahnsinn. Also meiner Meinung nach die beste Investition meines Lebens. Wirklich. So, meine Freunde, das ist er. 250 Gramm Weizengras, 250 Milliliter Aloe Vera Saft und es schmeckt. Nein, Spaß, schmeckt wirklich gut. Und guck mal, ich weiß, wie viele das jetzt gerade auch trinken würden. Weißt du, du sitzt da vor dem Bildschirm und denkst, boah, ich will das auch gerne probieren. Ich will das auch gerne mal machen. Ich will das auch, mach doch einfach. Kauf dir einen Entsafter und bau dir ein bisschen Gras an oder was weiß ich was. Oder sammel Wildkräuter und los geht's. Mach doch einfach. Ja, nicht einfach nur, ah, oh, das hätte ich jetzt auch gerne. Und du sitzt davor jetzt vor deinem PC und ja, und denkst dir so, oh, mach doch einfach. Ja, weniger, mehr machen. Ne? Also, Leute, hier, Prost. Schmeckt wirklich geil. Sehr geil. Hm. Ah. Jeden Tag. Ich bin kurz vorm Sport und ich werde mir jetzt meine Supplements hier reinziehen. Mein ganzer Stolz. Das ist nicht gelabelt, das ist das Astaxanthin, das neue. Ich habe noch die Vorläuferversion. Das ist absolut mein Favorite. Also das knallt so krass. Ich höre mir die Farbe an. Das ist unglaublich krass. Ja, wie gesagt, Werbung habe ich schon genug dafür gemacht. Die Vitamine kennt ihr. Also, das ziehe ich mir auf jeden Fall jetzt rein hier. So einen kleinen Shot davon. Und noch das. Tada! Das ist hier Rohkost Bio-Kokosmus. Also Bio und Rohkost ist ziemlich cool, so ziemlich cremig. Ein paar Macadamia-Nüsse esse ich auch. In dem Video könnt ihr gerne gucken, warum ich keine Nüsse mehr esse, aber außer Macadamia-Nüsse könnt ihr ganz gerne mal schauen. Und zwar, ich spiele mal so ein bisschen, ich mache mal so ein. Ich liebe den Geschmack von diesem Astaxanthin. Ich meine, die wenigsten Leute haben schon Astaxanthin wirklich so probiert, die schlucken alle nur Kapseln und so. Und ich mache mir so eine Astaxanthin-Kokos-Joghurt sozusagen immer daraus.
Das mag ich, das liebe ich so, das genieße ich halt immer. Ja, so eine kleine blöde Angewohnheit von mir, aber darauf freue ich mich immer. Das schmeckt ultra geil, die Kombi. Okay, und gleich geht es zum Fitnesssport und abends gehe ich meistens noch immer einmal joggen oder Rennrad fahren. Ich mache zweimal am Tag Sport, also richtig, richtig krass. So, und zwar, das ist meine zweite Mahlzeit. Ich habe hier so, da habe ich leider die Verpackung nicht mehr. Das ist einfach ganz normales Mandelmehl, ist das, ja. Und zwar dieses Mandelmehl, das hat auch für 50 Gramm Eiweiß, also ist richtig, richtig viel. Es gibt auch Kokosmehl oder sowas oder Hanfmehl oder sowas. Als Tipp, Mandelmehl hat am meisten Eiweiß, ja. Und dann gibt es dazu noch Hanfsamen. Normalerweise habe ich 25 Kilo Pakete. Ist leider ausgegangen und ich bekomme morgen, denke ich, die Lieferung mit neuen 25 Kilo Hanfsamen, geschälte Hanfsamen, ja. Die haben auch so 50 Gramm Fett und 31 Gramm Eiweiß, ja, haben die. Also richtig viel. So, des Weiteren, da habe ich hier Macadamia-Milch, ja. Das habe ich von gestern noch, ja. Ich mache mal zwei Stück dann dementsprechend in zwei Flaschen, tue ich im Kühlschrank, habe ich auch bewahrt, ja. Aus hier Macadamia-Nüssen, ja. Das sind Bio-Rohkost-Macadamia-Nüsse. So, ja, wie man Hanfmilch herstellt, wisst ihr ja, mit diesem Nussmilchbeutel und so weiter, ziemlich easy. So. Jetzt was ganz, ganz extrem Wichtiges. Darauf mache ich mir einen Shake, ja. Diese drei Komponenten, da habe ich jetzt bestimmt 80 Gramm Eiweiß oder so. Ja, da bin ich mit dem Weizengrastensaft und so weiter, bin ich vielleicht schon. Jetzt abends esse ich noch gleich, was ich dir gleich noch als letzte Mahlzeit, da bin ich mir so über 100 Gramm Eiweiß ungefähr beim ganzen Tag. Das reicht für mich, mehr esse ich nicht. So, jetzt kommt was ultra Wichtiges. Wenn ihr Nusssaaten, gerade Omega-reiche und so weiter, ja, Omega-6, Omega-3, mixt, dann ist das ultra essentiell, dass ihr ein Vakuum habt, ja, weil. Ja, Product Placement, ja, ist mir scheißegal. Mir ist es ultra wichtig, ja. Also es ist ganz einfach. Statt dieses Deckel hier, der normalerweise drauf ist, habt ihr hier so einen Deckel, ja. Und da kommt einfach hier der ganze Spaß rein, ja. Ist ganz einfach. So, Hanfsamen kommen da rein. Das Mehl kommt da rein. So, und dann ist es super easy, ja. Einfach das Ding hier drauf. So, dann hast du hier so eine Pumpe, ja. Ich stelle es einfach da oben drauf und dann, jetzt kommt's, anmachen. Das war's. Jetzt zieht er das Vakuum da, jetzt zieht er die Luft da raus, zieht den Vakuum da rein, dann siehst du, dass das Licht gleich grün wird, ja? Wenn man das sehen kann, gleich wird das Licht grün, wird immer grüner, 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 grüner. Seht ihr das? Wenn man hier heranzoomt. Ja, seht ihr, jetzt ist es grün. Seht ihr? So. Ich lasse mal noch ein bisschen extra, ja, damit auf jeden Fall 100% Vakuum ist. So, jetzt können wir das ausmachen. Jetzt, ne, kann man das auch abmachen, das Ding hier. Ja, was hier abmacht, ja, ganz easy, kann man das nochmal abmachen. Jetzt kriegst du den Deckel nicht mehr ab. Boah. Der Deckel ist jetzt fest, ja. Und jetzt kannst du es mixen und du hast ein Vakuum drin. Und die Omega-Fettsäure, nichts wird hier oxidiert oder sonst was. Super geil, super wichtig, meiner Meinung nach, ja. Ich sag gleich nochmal was dazu. Also, das ist der Mixer. So, und jetzt einfach ganz normal mixen, ja. Also ein bisschen dreckig. Zack, zack. So, jetzt zeige ich euch das mal kurz. Hier oben habt ihr so ein Dingens, das könnt ihr dann offen machen. Wie viel Luft da drin ist, das ist Wahnsinn. Boah, ist immer noch ein bisschen Luft drin, das ist schwer abzumachen. So, und jetzt habt ihr quasi unoxidiertes, gemixten Shake einfach, ja. Was ich noch ultra spannend finde, also es tat mir ein bisschen weh, wirklich, also hat fast 1.000 € gekostet, dieser Mixer hier. Aber 25 Jahre Garantie habe ich darauf bekommen, ja. Ich habe meinen ausgetauscht, nicht weil der kaputt war, aber einfach nur ausgetauscht, weil. Super nachhaltig, ich habe meinen Mixer verschenkt, den alten, jemanden, der ihn wirklich gebraucht hat. Und dann hole ich mir einen neuen. 25 Jahre Garantie, weil dieser Motor keine Kohlestäbe hat, sich nicht abnutzt, weil er Magnet betrieben ist. Ja, Elektronik und Magnet, ja, deshalb auch viel, viel leiser ist. Also nachhaltiger geht es wirklich nicht. 25 Jahre Garantie, hammergeil. Also wirklich, habe ich dazu, der wird länger halten, als ich hier in Deutschland noch leben werde. Ja, also 25 Jahre Garantie auf dem Motorblock, weil dieser Motor sich niemals abnutzen wird. Niemals. Ja, dieses Magnetsystem hier, was der hat. Ja, das ist ganz neue Technologie, ist wirklich das allergrößte Hightech-Teil.
Und wie gesagt, ich feiere es so extrem krass, weil Bianco diese Vakuum halt hat und ich halt gerne zum Beispiel auch diesen Buchweizen gemixt und so weiter. Das mache ich immer mit diesem Vakuum hier, weil ich dann weiß, alle Nährstoffe sind hundertprozentig safe. Ja? Und das war mir halt ultra wichtig halt. Wie gesagt, für viele natürlich zu teuer und so weiter, kann ich auch vollkommen verstehen. Ich kann auch nichts empfehlen hier oder sonst was. Ja, ich sage einfach nur, ey, das hat mein Leben ultra krass bereichert. Ja. So, das wird jetzt meine letzte Mahlzeit. Habe ich hier Sonnenblumenkerne, die nicht gekeimt sind. Schäm dich, Patrick. Ich war viel unterwegs. Normalerweise keime ich die noch. Mit, was ist das hier? Das sind Chiasamen, ja. Das war ganz einfach. Guck mal, habt ihr so einen richtigen Teppich hier. Seht ihr? Das ist ganz einfach. Die sind super fresh. Die sind super geil. Die werden sogar ein bisschen grün. So eine Glasplatte hier. Vorher mache ich das mit Wasserstoffperoxid, ja. Ich habe hier Wasserstoffperoxid. Kann ich euch gleich mal zeigen. Moment. Hier. Wasserstoffperoxid. Damit reinige ich das einmal vorher, dann ist es hundertprozentig steril. Dann kommen die da oben drauf. Also lasse ich die einweichen, die Chiasamen. Und dann streiche ich die da so drüber. Und dann besprühe ich die einfach hier mit so einem Mofa. Oh Gott, ist der Boden dreckig. Ich war das nicht. Und, oh mein Gott, was ist das denn? Ja, also wie gesagt, Chiasamen ist super, viel Protein auf jeden Fall, viel Omega-3, super viel Omega-3, gekeimte Form ist Endstufe. Mehr geht nicht, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Mit hier etwas schlechter Omega-3, ja, das gleicht sich sozusagen gut aus, ja, super viel Protein beides, aber Omega-3-Verhältnis, Omega-6-Verhältnis gleicht sich damit super aus. Das ist eine prima Kombination, wenn beides gekeimt ist eigentlich. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt, aber ich mache halt auch nicht alles perfekt, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Dann kommen hier Tomaten rein und noch rote Zwiebeln auf jeden Fall. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, warum rote Zwiebeln ultra wichtig sind. Schau, wie lustig das aussieht. Man kann das so richtig schneiden in so Würfel. Richtig krass hier. Echt richtig toll. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Jo, so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich habe noch ein bisschen Dill drüber gemacht. Hier ist ein bisschen Pfeffer, Zwiebeln. Ich habe einen Schuss Tamari da drin. Dann Tomaten, dann hier diese gekeimte Chia und da unten dann die Sonnenblumenkerne. Sag mir jetzt mal ganz ehrlich, hast du da nicht auch Bock drauf? Hast du da nicht auch Bock drauf jetzt? Ich weiß es. Also mach doch einfach, kein Problem. Hier, diese Dinger eben da drauf zu ziehen, ist doch kein Problem. Ja? Ein paar Sonnenblumenkerne ankeimen, die Tomatenzwiebeln zusammen, bam, ist super krass, super nahrhaft, proteinreiches, aminosäurereiches, vor allen Dingen auch die gekeimten Sachen natürlich. Abendessen, ja, mit allen Nährstoffen und so weiter drin. Also, ja, ich hoffe, ihr konntet wieder ordentlich Inspiration von mir sammeln, aufsaugen. Viel Spaß dabei beim Nachmachen. Ja, beim Nachmachen, hast du richtig verstanden. Ja, das war's vom Video. Also wenn ihr mal irgendwie haben wollt, sowas wie, was ich so, mein Essensplan so für die Woche halt, so wie ich mir das so vorstelle, halt, so wie ich das momentan halt genauestens mache und so mit dem Deload und dann wieder Carbs laden und so weiter. Das kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist ziemlich aufwendig. Machen wir mal wirklich ganz utopisch 4000 Daumen. Dann gibt es auf jeden Fall das Video, wo ich euch zeige, wie das so gestalte alles und so weiter. Muss mal gucken. Wahrscheinlich ist das total uninteressant, oder? Das interessiert doch eh keinen, oder? Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Danke. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was zurückgeben und ich hoffe, dieser eine Mensch, den ich gerade glücklich gemacht habe, schaut schon zu und ja. Es lohnt sich einzuschalten, Leute. Bis dahin, Rohvegan am Limit.